Sie hat knallbunte Farben, macht ein surrendes Geräusch und ihr Bürstenkopf dreht sich von alleine. Die Rede ist von einer elektrischen Zahnbürste für Kinder. Wie man damit richtig putzt und so für saubere und gesunde Zähne sorgt, das hat Prophylaxe-Assistentin Babette Renken am Donnerstag den Kindern des Kindergartens Moorwarfen erklärt. Die waren nämlich in der Zahnarztpraxis Niemeyer in Schortens zu Gast. Seit 2005 bietet die Praxis einmal im Jahr einem Kindergarten die Möglichkeit, an einer eigens von den Zahnärzten Ute und Lars Niemeyer und ihrem Team organisierten Zahnarztparty teilzunehmen. An mehreren Stationen wurde den Kindern auf spielerische Weise alles rund um einen Besuch beim Zahnarzt erklärt.